Mal ein gutes Zeichen dafür, dass so ein Block, auch wenn er etwas länger ist, durchaus gut gewählt war. Jetzt neigt sich der Tag 1 der Smart Country Convention 2023 schon so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Und wir haben hier auf der Bühne jetzt noch ein politisches Highlight. Ich darf jetzt noch mal jemanden auf die Bühne bitten, den wir heute schon einmal hier hatten. Und zwar den Mann, der Deutschlands Verwaltung federführend digitalisiert oder wie die FAZ vor kurzem getitelt hat, derjenige, der durch das Dickicht von 5000 Meldebehörden eine digitale Schneise schlägt. Herzlich willkommen nochmal hier, Dr. Markus Richter, Bundes-CIO und Staatssekretär im Bundesministerium des Innern. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Richter. Ja, ich hoffe, dass ich gut zu hören bin, weil ich vorhin so ein paar Slots hatte, wo ich ohne Mikrofon sprechen musste und dass mich alle dann hinten verstehen, war ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es geht. Also ich freue mich, jetzt nochmal so einen kleinen Ausblick zu geben, was 2025 bei der Verwaltungsdigitalisierung im Bund, Länder und Kommunen stattfindet. Wir haben ja dann den IT-Planungsratsvorsitz auf Bundesebene und das ist total die spannende Zeit, die jetzt da auf uns alle zukommt, weil wir jetzt so in der Verfasstheit sind, ein Stück weit wirklich auch nach vorne zu gehen. Und ich weiß, wir kommen jetzt aus einer sehr schweren Zeit, wo wir uns alle gewünscht hätten, dass viele Lösungen viel schneller da sind und alles schon erledigt ist. Aber immerhin, wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wir alle, auch die, die Verantwortung für Digitalisierung tragen, nochmal klar sehen, wir müssen das Level der Zusammenarbeit einfach nochmal deutlich nach vorne bewegen. Wir haben deswegen beschlossen, dass wir im nächsten Jahr eine Strategie verabschieden. Jetzt schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen. Ehrlich gesagt, ich auch. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, wir wollen keine abstrakte Strategie auf 400 Seiten aufschreiben, was jeder von uns jetzt gerade sowieso macht, sondern einen echten Mehrwert generieren mit einer ganz konkreten Agenda dahinter. Warum ist das notwendig? Das liegt daran, dass wir bei der Verwaltungsdigitalisierung jetzt doch so weit fortgeschritten sind, dass wir die einzelnen Monolithen, die wir quasi digitalisiert haben, jetzt in den Ausroll bringen und dass dadurch, dass diese Lösungen aber an einer Stelle betrieben werden, Abhängigkeiten voneinander viel stärker sichtbar sind, als das noch in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das heißt, wir sind immerhin mit der Digitalisierung auch im Föderalismus so weit fortgeschritten, dass man diese Themen jetzt sieht. Es geht darum, das Prinzip einer für alle nicht nur für die Entwicklung einer technischen Lösung zu definieren, wie wir das in der Vergangenheit getan haben, sondern für den Betrieb, für finanzielle Fragen, für rechtliche Rahmenbedingungen. All das muss jetzt entwickelt werden und da brauchen wir klare Commitments im Föderalismus. Beispiel war vorhin auch Thema in einem anderen Slot, das Cloud, die Cloud-Infrastruktur. Was heißt das eigentlich für uns? Wir müssen klar committen, wir wollen nicht nur eine Cloud-Strategie, was die Generierung von Cloud anbelangt, sondern wir wollen vor allem eine Cloud-Nutzungsstrategie. Dazu müssen wir ein klares Commitment abgeben, dass Cloud First unser Credo ist. Ich weiß, dass viele europäische Länder erstmal dieses Credo verteilt haben und dann in die Arbeit eingestiegen sind. Wir sind da ein bisschen mehr Understatement unterwegs, aber ich finde es völlig okay, dass wir zunächst mal diese Option generieren, daran arbeiten, das aufbauen, aber eben dann in der Verfasstheit sind, den Worten Cloud First auch Taten folgen zu lassen. Oder das Thema Mobile First. Das hat wirklich Implikationen, wenn wir uns gemeinsam committen, dass die Lösungen, die da sind, nicht nur auf Websites statisch angeboten werden als Eingangskanal, sondern intuitiv integriert sind in bestehende Portale, in bestehende App-Lösungen. Das braucht aber auch eines klaren Commitments. Oder auch das Thema Ende-zu-Ende-Digitalisierung, das Thema Digital First mit Blick auf Menschen, vielleicht sogar auch, und ich würde sagen, ja, Digital Only für Unternehmen. Ich persönlich bin der Auffassung, wir brauchen auch Digital Only für die Menschen. Und damit meine ich nicht, dass wir Zielgruppen, die vielleicht keinen Zugang haben, abhängen. Damit meine ich, dass der Prozess innerhalb der Verwaltung Ende zu Ende so oder so digital sein muss und wir uns natürlich Gedanken darüber machen müssen, wie können wir Zielgruppen erreichen, die vielleicht nicht über die Möglichkeit verfügen, digital das alles abzuwickeln aus verschiedenen Gründen. Wir müssen diese Menschen also auf diesen digitalen Prozess holen, der aber dann Digital Only heißen muss, weil wir können es uns einfach nicht mehr leisten, nach meinem Dafürhalten, alles parallel mehrfach anzubieten und
Dinge in Akten papiermäßig abzuheften und gleichzeitig daneben dann in Datenbanken zu arbeiten, das kriegen wir gar nicht zusammen, es ist extrem teuer. Nein, ein digitales Verfahren mit guten Anknüpfungspunkten für Menschen, die trotzdem auch Zugriff haben wollen. Deswegen ist der Schwerpunkt auch des Vorsitzes durch den Bund im nächsten Jahr die Kreierung dieser Strategie, ich sage Arbeitsagenda, mit klaren Prinzipien, die wir nochmal festhalten, im Föderalismus auf allen Ebenen, auch zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden. Und das Zweite ist ein Portfolio-Management, dass wir den Worten auch dadurch Taten folgen lassen, dass wir klar definieren, welche Komponenten bietet wer im Föderalismus an und wie verpflichtend machen wir auch deren Nutzung. Wir haben jetzt viel Erfahrung mit Bund-ID gesammelt und mit anderen, wo wir so etwas auch vorsehen. Aber es gibt im Föderalismus ja viel mehr Lösungen, auch in alle Richtungen sozusagen, die wir da wiederverwertbar machen können. Das ist ein absoluter Schwerpunkt. Wir haben ansonsten 5 Themenschwerpunkte im nächsten Jahr. Das ist eine stehende Tagesordnung sozusagen, die wir uns gegeben haben und uns stärker zu fokussieren. Das ist das Thema digitale Lösung, das Thema Infrastrukturen, wozu auch das Cloud-Thema gehört. Das ist das Thema der Datennutzung, das zu aktivieren. Das ist das Thema der IT-Sicherheit und das Thema der Transformation. Diese Themen haben wir uns aufgeteilt. Das heißt, einzelne CIOs der Länder, des Bundes sind Themenpaten, kreieren Tagesordnungspunkte, wenn man so will, für die Arbeit des IT-Planungsrates und machen es dann auch sehr konkret. Und ich freue mich sehr, dass zum Beispiel auch das Thema Standard da ein Schwerpunkt ist und dass wir da gut zusammenarbeiten. Und klar ist, dass ich auch aus meiner Funktion aus dem Bundesinnenministerium heraus nochmal sehr stark das Thema IT-Sicherheit in den Vordergrund stellen werde im nächsten Jahr. Dabei geht es nicht darum, jetzt irgendwie Angst zu verbreiten. Wir haben aber nun mal eine sehr kritische, bedrohliche Situation im Cyberraum und wir tun gut daran, dass das, was wir bauen, barrierefrei ist, dem Datenschutz entspricht, möglichst intuitiv nutzbar ist und auch der IT-Sicherheit entspricht. Und IT-Sicherheit verstehe ich in dem Zusammenhang als Enabler. IT-Sicherheit muss immer die Frage beantworten, welche innovative Lösung ermögliche ist. Das betrifft das Thema digitale Identitäten, was wir gerade gehabt haben. Das betrifft aber im Grunde genommen alle Programme, die dahinter liegen. Und da können wir uns noch weiter professionalisieren in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Da spielt natürlich das BSI und alle eine entscheidende Rolle. Aber ich glaube, da können wir im Föderalismus nochmal neue Maßstäbe einziehen und das wird auch im nächsten Jahr ein Schwerpunkt sein. Total spannende Tätigkeit, die da jetzt auf uns alle zukommt. Ich bin überzeugt davon, dass wir im nächsten Jahr Dinge tatsächlich nochmal stärker ankommen lassen. Warum sage ich das? Diesen Spruch gab es eigentlich schon immer. Ne? Wir sind jetzt sozusagen in den Tiefbauarbeiten fertig und kommen langsam sichtbar nach draußen. Jetzt ist es nach meinem Dafürhalten aber eine realistische Chance, dass das auch wirklich stattfindet. Denn die meisten Lösungen sind gebaut, sie werden irgendwo in Deutschland auch betrieben. Wir müssen sie jetzt überall ankommen lassen. Und das ist gut, dass die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hat, dass wir jetzt eine gemeinsame Finanzierung aus Bund mit den Ländern zusammen vorsehen, sodass wichtige Services vor die Klammer gezogen finanziert werden und nicht jede Entität in Deutschland, die etwas nutzen will, sich immer wieder neue Gedanken macht, was Vergabe anbelangt, was rechtliche Sachen anbelangt, was finanzielle Sachen anbelangt. Das ist ein wichtiges Öl im Getriebe, was wir da mit reinbringen. Klar ist aber, und deswegen ist nochmal diese Architekturfrage, auch der offene Beteiligungsprozess mit der Zivilgesellschaft entscheidend, dass wir im Grunde genommen jetzt die Stufe 0 erreichen. Wir haben die meisten Services, insbesondere auf Bundesebene, ja digitalisiert, aber tatsächlich auch auf Länderebene, auch wenn sie noch nicht überall angekommen sind. Das, was wir jetzt machen müssen, ist, die Prozesse weiterzuentwickeln. Wir müssen diese einzelnen monolithischen Services zerlegen in ihre Bestandteile, in gemeinsame Betriebsumgebungen gehen. Wir müssen die Automatisierung nach vorne tragen. Wir müssen gucken, dass wir mehr künstliche Intelligenz nutzbar machen. Da gibt es tolle Lösungen in Behörden, die heute schon eingesetzt werden. Und da brauchen wir auch solche Enabler wie das Zentrum für digitale Souveränität, was jetzt in Fahrt kommt, und auch den GovTech Campus, der extrem durch die Decke geht. Nicht nur, weil er es versteht, Startups mit Verwaltung zusammenzubringen, sondern auch in einen gemeinsamen Dialog nochmal mit der Zivilgesellschaft einzusteigen, das zu strukturieren, Transparenz zu schaffen über Lösungen, die da sind und das auch dann wirklich ganz praktisch werden zu lassen.
Und da sind so viele Menschen beteiligt. Ich bin durch viele Projekte gegangen. Ich war jetzt in sehr vielen Behörden vor Ort und bin total fasziniert von den Menschen, die es tun. Wenn viele draußen stehen, so als Schiedsrichter am Rand, wie man das auch bei Fußballspielen kennt, und alle schimpfen und sagen, warum macht ihr es nicht schneller und jetzt macht doch mal eben, dann sage ich, wir müssen das System harmonisieren. Und das ist eine Aufgabe, die man nicht mal eben zwischen zwei Frühstücksbroten macht. Da finde ich es total ermutigend, diese vielen Menschen zu sehen, die in den Projekten arbeiten, trotz schwieriger Rahmenbedingungen das Ganze nach vorne treiben. Und das macht mich auch unwahrscheinlich stolz, dass diese Menschen sich nicht unterkriegen lassen und vielleicht auch demotivieren lassen, sondern sagen, jetzt erst recht. Und wir kommen jetzt zu einem Punkt der Marktdurchdringung, der es auch ankommen lässt. Letztes Beispiel. Wir haben viele Leistungen, wie ich gesagt habe, ja heute schon verfügbar, auch wenn sie noch nicht überall da sind. Aber wir haben bei vielen Leistungen jetzt auch einen Stand erreicht, wo viele Kommunen sehen, boah, das ist ja jetzt deutlich günstiger, als wenn ich es selber machen würde. Wir schwenken um und gehen zum Beispiel bei Wohngeld mit in die gemeinsame Nutzung rein. Und da sehen wir, dass wir diesem Staat echt Geld sparen, indem wir das gemeinsam tun und dann auch diese Fragen mit Cloud, Plattform gemeinsam angehen können und nicht alle 11.400 Kommunen auf sich alleine gestellt sind. Vielen Dank an alle, die da mitwirken. Vielen Dank auch für Ihr dickes Fell sozusagen, weil das ist nicht immer einfach. Und mich erfüllt es mit wirklich Stolz und Dankbarkeit, da ein Teil von zu sein. Und das darf ich auch an die eigene Mannschaft im BMI sagen. Wir stehen oft in der Beobachtung, manchmal auch in der Kritik. Und ich finde es großartig, wie viele Menschen innerhalb des BMI mit knappsten Ressourcen das stemmen, orchestrieren. Und auch wenn das Bundesprogramm OZG gestern mit einer Abschlussveranstaltung zum Ende gekommen ist, weil wir da so weit durch sind, geht es jetzt darum, die Zusammenarbeit, die sich interministeriell eingestellt hat, zu verstetigen und eben diese Themen wie Automatisierung und so weiter in Vordergrund zu stellen. Und deswegen danke an alle, die daran mitwirken, das pushen und gerade in schwierigen Finanzrahmenbedingungen nochmal refokussieren und sagen, so ist der richtige Weg, so kommen wir durch die Tür. Vielen Dank, freue mich auf den Austausch. Alles Gute Ihnen. Und auch vielen Dank an Sie, Dankeschön. Herr Richter. Auch wenn Sie jetzt gerade ja den Dank in alle Richtungen nochmal gegeben haben. Es ja. braucht, glaube ich, auch einen, der den Hut auf hat. Von daher vielen Dank für Dankeschön. Ihren Einsatz. Und alles Gute für die Stimme. Ja, danke. So, der letzte Programmpunkt hier auf der Bühne.